Nicht nur Bundeskanzler Kiesinger hatte sich auf eine Fortsetzung der Großen Koalition oder auch ein Zusammengehen mit den Freidemokraten eingestellt. Auf jeden Fall hatten ihm Staatschefs aus aller Welt schon mal zum Sieg gratuliert. Umso überraschter war dann die Öffentlichkeit, wie schnell es Brandt und Scheel gelang, ein sozialliberales Bündnis zu schmieden, gegen zahlreiche Widerstände in den eigenen Reihen. Am 21. Oktober 1969 war es soweit, stand die westdeutsche Nachkriegsdemokratie an einem Wendepunkt. Mit 2 Stimmen mehr als erforderlich wählten die Abgeordneten des Bundestages Willy Brandt zum neuen Kanzler. Was durchaus als Sensation empfunden wurde, ein Regierungswechsel nach 20 Jahren ununterbrochener CDU-Herrschaft, war im Grunde genommen demokratische Normalität. Aber nach dem Scheitern des Parlamentarismus in der Weimarer Republik und der NS-Diktatur empfanden Beobachter friedliche politische Wachablösungen in Deutschland durch Wahlen als eben noch nicht so selbstverständlich, wie sie eigentlich sein sollten. Das lehrte schließlich der Blick auf die benachbarte DDR. Während die Bevölkerung dort erleben musste, wie die Staatsführung unter Ulbricht im Namen des Sozialismus und der angeblich klassenlosen Gesellschaft den neuen Menschen ausrief, dessen Rechte aber nach wie vor mit Füßen trat, hatte die Freiheit im Westen einen weiteren Sieg davongetragen und die Demokratie einen Stabilitätstest bestanden. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik